Herzlich willkommen zu Robokino und heute gibt's mal eine zweigeteilte Review. Es geht um den Disney Plus Exklusivfilm Timmy Flop. Der wurde mir ans Herz gelegt, also habe ich mir ihn reingezogen gestern und ich muss sagen, der hat mich schon auf eine gewisse Art und Weise fertig gemacht. Warum? Ich werde jetzt als erstes mal die ganz normale oberflächliche Beschreibung euch geben und dann gehen wir in einen Spoiler. Nee, passt schon. Die können dann abschalten. Also wie gesagt, es kommt eine deutliche Spoilerwarnung. So, Timmy Flop ist ein 11-jähriger Junge, der lebt alleine mit seiner Mutter in der Nähe von Portland, Oregon. Der Vater hat die Familie irgendwann verlassen, das sieht man auch recht am Anfang. Die Mutter schlägt sich mit teilweise zwei schlecht bezahlten Jobs durch, damit sie eben das Haus weiter finanzieren kann und so weiter. Timmy Flop ist ein Detektiv. Das ist sein Ding. Er möchte Portland sicherer machen. Und das macht er nicht allein, sondern er hat noch einen Kumpel, einen Eisbären. Der folgt ihm auf Schritt und Tritt. Und die beiden leiten eben diese Timmy Flop Detektei. Er hat so verschiedene Fälle, wie zum Beispiel verschwindet der Rucksack eines Bekannten mit dessen Taschenmesser darin. Oder auf einmal muss er einen möglichen Mordfall am Klassenhamster untersuchen. Also das sind so seine Fälle. Er hat auch ein spezielles Fortbewegungsmittel. Ich glaube, das Floppomobil, glaube ich. Das ist der Segway von seiner Mutter, den sie mal gewonnen hat und der eigentlich sehr wichtig ist. Er darf den nicht anfassen, aber das ist sein Ding. Der Junge ist sehr schrullig unterwegs, nimmt sich sehr, sehr ernst und das macht das Ganze halt einfach nur super lustig und vor allem auch die Dinger, die halt durch so einen riesen Eisbär immer passieren. Das ist schon sehr witzig und ich konnte da auch am Anfang recht viel drüber lachen. An sich, der Junge macht das super. Ganz toller Darsteller. Es sind jetzt nicht so die bekannten Leute dabei. Sein Lehrer, dessen Gesicht dürfte einigen bekannt vorkommen. Ich kannte den von Die Braut des Prinzen zum Beispiel. Da ist er einer der Gegenspieler. Ja, war eigentlich eine super nette Unterhaltung. Ich habe ihn mit meinen Töchtern gesehen und die fanden, war okay und war auch ganz lustig. So, jetzt kommt der Spoiler-Part. Ich muss diesen Spoiler-Part machen, weil ich habe ja gesagt, der Film hat mich echt fertig gemacht. Warum macht er mich fertig, wenn das so ein nettes Ding ist? Der Film basiert auf einer Buchreihe, das ist jetzt noch nicht der Spoiler, ich glaube 7 Bände gibt es da bislang davon. Ich habe noch keins davon gelesen, ich kenne Timmy Flop auch erst seit Disney Plus. So, was hat mich daran so fertig gemacht? Am Anfang fand ich das super lustig, das war nett gemacht und es erinnerte mich ein bisschen an den Film Brick von Rian Johnson. Da muss ich kurz was dazu sagen, wer den nicht kennt, der spielt an einer Highschool und da sind haufenweise so 16, 17-jährige Leute, die sich aber übertrieben erwachsen verhalten und der hat ein sehr Film-Noir-mäßiges Thema, wie so eine altmodische Detektiv-Story, nur eben auf dieser Highschool. Allerdings ist das nicht das Hirngespinst von einem, sondern das ist tatsächlich dieses Universum, so funktioniert das. Und daran dachte ich bei Timmy Flop als erstes auch. Nur, das ist ganz anders. Timmy Flop hat echt ein Problem. Der Junge leidet unter extremen Realitätsverlust. Natürlich gibt es den Eisbär nicht. Und dieser Realitätsverlust, der belastet auch seine Mitmenschen, also auch seine Klassenkameraden, natürlich seine Mutter. Und das steigert sich auch, denn irgendwann verschwindet der Segway seiner Mutter, also das Floppomobil, nachdem er damit unterwegs war. Und er hält das Ganze für eine Verschwörung der Russen.
Und das Ganze geht sehr, sehr weit und nimmt dann auch schon wirklich, ja, sie geraten in er und auch andere geraten in gefährliche Situationen. Seine Mutter kommt schwer an ihn ran, er ist öfter beim Vertrauenslehrer, er macht nämlich auch keine Hausaufgaben, also er hat da keine Zeit dazu, er braucht Kunden, er möchte nämlich auch sein Büro in die Innenstadt verlagern. Das meint er halt ziemlich ernst und das fand ich, je länger der Film ging, immer trauriger. Und ich habe mich dann am Ende mit meiner älteren Tochter dann darüber unterhalten und die, ja, der war doch lustig und das mit dem Eisbär und so. Und dann habe ich halt einfach gemerkt, natürlich, sie kann das noch nicht verstehen. Für Kinder ist das ein lustiger, netter Abenteuerfilm. Aber von einem kleinen Jungen, der Detektivfälle löst, und ich meine, die stehen auf Detektivsachen, drei Fragezeichen-Kids, TKKG und der ganze Kram. Aber das war für einen Erwachsenen, war das schon heftig, wo ich einfach die Verzweiflung der Mutter gesehen habe und dachte so, hey Mann, was ist, wenn dein Kind so ist? Also es ist, das war schon krass. Und deswegen möchte ich euch auch bitten, wenn ihr noch dran seid, schaut euch den Film an. Oh, so viel habe ich ja jetzt gar nicht gespoilert, oder? Ich meine, das sind Sachen, die euch eigentlich als gestandene Filmfans recht schnell auffallen dürften. Schaut euch den mal an und sagt mir bitte, wie es euch dabei ging. Also gerade, wenn ihr vielleicht auch Kinder habt. Ja, das war es eigentlich. Ich möchte den Film eigentlich nie wieder in meinem Leben sehen, ganz im Ernst. Nicht, weil er schlecht ist. Es ist ein guter, guter Film, schön umgesetzt. Aber es ist halt echt, echt hart und bedrückend aus der Sichtweise eines Erwachsenen. Aber nichtsdestotrotz, eure Kinder, die können sich das ohne Probleme anschauen. Und das macht dieses Projekt doch eigentlich auch ziemlich genial, oder? Also, dass es da zwei Ebenen gibt, gar nicht verkehrt eigentlich. Gut, dann, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, Abo wäre natürlich super. Und was mir noch viel wichtiger ist, ich habe Bock, darüber mit euch zu reden. Und ich versuche auch immer, so gut wie es geht, alle Kommentare irgendwie zu beantworten. Noch ist es ein recht kleiner Kanal und da geht das eigentlich auch ganz gut. Und macht auch bisher immer super Spaß. Danke nochmal für die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.